Hallo und herzlich willkommen auf Ewalds Eiland. Es gibt ein kleines, rauflustiges Völkchen am Rande Europas, das eine ungeheuer kraftvolle und lebendige Musikkultur hervorgebracht hat und sich durch keine Kartoffelfäule, keine religiösen und politischen Streitigkeiten, keine Leberzirrhose und keine Mängel in der Zahnmedizin davon abhalten lässt, am laufenden Band großartige Rauf- und Sauflieder zu erzeugen und dazu Musiker, die gleich mehrere Instrumente virtuos beherrschen und fantastisch singen können. Ja, und Globalisierung hin, Internet her, auch heute ist diese Kultur noch lebendig. Und wenn vielleicht in 200 Jahren ein wahrscheinlich Asiate eine abschließende Kulturgeschichte des alten Europas schreiben wird, oder eine Geschichte der Zahnmedizin, dann dürften die Iren mit ihrer Volksmusik darin einen relevanten Platz einnehmen. Aber es ist nicht nur, dass irische Volkslieder musikalisch ansprechend sind, manche von ihnen haben auch bemerkenswerte dichterische Qualitäten. Ja, in dem Sinne, dass die Texte in einem anspruchsvollen Versmaß verfasst sind und einfach wunderschön zu lesen. Ein solches Lied ist Follow Me Up to Carlow, das von der Schlacht bei Glenmalure 1580 handelt. Und dieses Lied mitsamt seinem historischen Hintergrund sowie meine deutsche Nachdichtung möchte ich Ihnen heute vorstellen. Direkt zu Anfang muss ich sagen, dass ich Ihnen unendlich gern diverse der fantastischen Aufnahmen dieses Liedes vorgespielt hätte, aber täte ich das, käme garantiert irgendein Internetinquisitor und würde mein Video im Namen irgendeiner internationalen Verwertungsgesellschaft hinwegexorzieren und mich in den Ruin hineinklagen. Deshalb müssen wir leider ohne irische Musik auskommen. Ich habe aber zwei sehr schöne Aufnahmen dieses Liedes in der Beschreibung verlinkt und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, sich die mal anzuhören, vielleicht auch jetzt direkt. So, hier haben wir also die erste Strophe. Ich bin zu meinem unendlichen Leidwesen kein Musiker. Deshalb werde ich das jetzt nur sprechen, was eine Schande ist, weil das eben eigentlich gesungen werden muss. Aber naja. Lift Macaire o'er your face, brooding o'er the old disgrace, that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the foreign. Grace at victory was sure, soon the firebrand he'd secure, until he met at Glenmalure with Fiach MacHugh O'Byrne. Zunächst mal sei gesagt, dieses Lied ist voller Anspielungen auf obskure historische Personen und Geschehnisse und wahrscheinlich verstehen auch die meisten Iren heutzutage nicht im Ansatz, worum es hier geht. Ja, ich musste das natürlich auch alles nachgucken. Und die Sache ist also, wir sind im späten 16. Jahrhundert. Die Engländer unter Königin Elisabeth wollen gerne Irland besetzen und die Iren, die wollen das nicht so gern. Und dieser Macaire Óg aus der ersten Zeile ist ein irischer Adliger und Óg heißt auf Irisch anscheinend sowas wie Junior oder der Jüngere. Ja, und dieser Macaire Junior ist sauer. Der brütet nämlich über einer alten Schande, weil seine Familie enteignet und von ihrem Land vertrieben wurde, sodass er buchstäblich in den Farn fliehen musste. Und zwar wurde er enteignet von einem schwarzen Fitzwilliam. Das ist ein Herr mit dem bürgerlichen Namen William Fitzwilliam. Der heißt wirklich so. Und der ist zweimal Lord Deputy of Ireland, also quasi englischer Statthalter in Irland. Ja, und zwischendurch war das auch ein Mensch namens Arthur Grey de Wilton, der tauchte ebenfalls auf als Grey. Ja, und diese beiden Herren, Black Fitzwilliam und Grey, die repräsentieren die englische Krone und damit in einem irischen Volkslied natürlich das abgrundtief Böse. Zum Glück naht schon das absolut Gute in Gestalt von Fiach MacHugh O'Byrne. Der ist, wie sein Name verraten lässt, Ire. Er ist Führer des Clans O'Byrne und Führungsfigur im Kampf gegen die Engländer. Dieser Lord Deputy Grey, der würde den Fiach gern einfangen. Das klappt aber nicht. Ja, und daher kann dieser Macaire Óg wieder Mut fassen. Und Fiach MacHugh tritt den Engländern bei dem Tal Glenmalure entgegen und schlägt sie vernichtend. Hier haben Sie Glenmalure oder einen Teil davon. Das ist ein viele Kilometer langes Tal. Und im Vordergrund können Sie den Farn erahnen, in den man Macaire Óg getrieben hat. Ja, und es ist ja schon erstaunlich, dass es offenbar, wie dieses Foto zeigt, im 21. Jahrhundert in Europa einen Ort gibt, der so grün und unberührt ist. Sehr viel anders wird es da 1580 auch nicht ausgesehen haben. Ja, und jetzt kommt der Refrain. Curse and swear, Lord Kildare, Fiach will do what Fiach will dare. Now Fitzwilliam, have a care. Fallen is your star low. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiach MacHugh has given the word. Follow me up to Carlow. Ja, wir haben hier also noch einen dritten Bösewicht, den Graf von Kildare. Das ist sowas wie der regionale Polizeichef. Der schimpft und schreit, weil der
Fiach bei Glenmalure die Schlacht gewonnen hat und dieser Graf Kildare den Fiach nicht schnappen kann. Ja, und dem Fiach ist diese Polizeiarbeit scheißegal. Fiach will do what Fiach will dare. Außerdem ist hier eine Warnung an diesen Fitzwilliam. Denn sein Stern ist in Irland am Sinken. Der Fitzwilliam hat sich offenbar persönlich bereichert in einer Weise, die auch zur damaligen Zeit wirklich anstößig war. Und er hat bei der Königin erheblich an Rückhalt verloren. Ja, und deshalb sagt der Fiach zu seinen Leuten: Auf nach Carlow, auf zur Stadt mit der nächsten großen Militärbasis, vertreiben wir die Engländer ganz aus der Region. Ja, dieses Follow me up to Carlow, das ist ein Kampfruf, um seine Leute nach der Schlacht von Glenmalure für weitere Abenteuer zu gewinnen. Ja, und wir haben jetzt auch genug Material, um mal das Versmaß zu betrachten. Das scheint also ein vierhebiger Trochäus zu sein, hin und wieder mit unbetonter Auftakt- oder Endsilbe. Und besonders interessant und natürlich auch anstrengend bei der Nachdichtung finde ich das Reimschema. Sie haben ja also drei Zeilen, die sich den gleichen Endreim teilen. Dann kommt eine vierte Zeile, dann wieder drei gemeinschaftlich reimende Zeilen und eine letzte Zeile, die dann mit der vorherigen vierten einen Endreim bildet. Ja, und beim Refrain ist das genauso. So zu dichten scheint in Irland im 19. Jahrhundert beliebt gewesen zu sein. Es gibt auch andere Volkslieder, zum Beispiel Eileen Og, die ebenfalls dieses Reimschema benutzen. Ja, und das ist schon deutlich komplizierter als die aneinandergereihten Paarreime, die man sonst aus vielen Liedern so kennt. Also Whiskey in the Jar zum Beispiel, eines der bekanntesten irischen Volkslieder, hat einen absolut großartigen Text, aber mit einem sehr schlichten Reimschema. Ja, und nichts gegen Whiskey in the Jar, das ist ein gekonnt gedichtetes Lied, aber ich bin dann schon Freund eines wirklich strengen Reimschemas. Ja, ich finde, wenn man in der Lage ist, mit den Restriktionen eines solchen Schemas zu arbeiten und komplexe Gedanken auszudrücken, ohne dabei den Satzbau zu vergewaltigen, dann ist man ein guter Dichter. Ja, und was wir hier vor uns haben, das ist vielleicht nicht Shakespeare, aber es hat eine anspruchsvolle Form, die der Dichter nutzt, ohne bemüht zu wirken. Ja, ich finde den Sprachfluss hier wirklich leicht und ungezwungen, trotz der metrischen Form. Ob das jetzt bei der Nachdichtung im Deutschen auch der Fall ist, sagen wir mal, das müssen Sie entscheiden. Aber kommen wir zur zweiten Strophe. See the swords of Glenimal flashing o'er the English pale. See all the children of the Gael beneath O'Byron's banners. Rooster off a fighting stock, would you let the Saxon cock cry out upon an Irish rock? Fly up and teach him manners. Ja, hier in der zweiten Strophe haben wir also die Kelten gegen die Sachsen. Und dazu muss man sagen, dieser Text hier ist nicht im 16. Jahrhundert entstanden, wie die Musik, sondern erst viel später im 19. Jahrhundert. In einer Zeit also, in der man sich für die eigene Vergangenheit sehr begeistert hat und die alten germanischen und keltischen Völker als Vorfahren wiederentdeckte. Ja, und was wir hier haben, ist natürlich ein Ausdruck der Nationalromantik oder, wenn Sie so wollen, des Nationalismus. Die irischen Children of the Gael, die, ja, Keltenkinder, stehen hier gemeinsam unter Fiachs Banner gegen die Sachsen aus dem Pale, also dem englisch kontrollierten Teil Irlands. Natürlich sind nie alle Iren Kelten gewesen. Es hat zum Beispiel nennenswerte Besiedlungen durch die Wikinger gegeben, um Dublin herum. Und in Nordirland waren das schottische Tieflandbewohner, die sich da angesiedelt haben. Und genauso wenig waren natürlich alle Engländer Germanen. Ja, aber wir sind hier eben in einer Zeit der Nationalbegeisterung und des Widerstands gegen die Engländer. Und dann sind die Bösen eben allesamt Sachsen. Und jetzt richtet sich dieser Sänger an den einzelnen Iren, du Hahn aus kämpferischer Brut, Rooster of a Fighting Stock, willst du den sächsischen Gockel auf irischem Feld sitzen sehen? Flieg auf und lehr ihn Moris. Ja, ist doch eigentlich eine schöne Metapher mit diesen Hähnen. Ja, und wie nach jeder Strophe wird auch hier der Refrain wiederholt. Das habe ich aber jetzt weggelassen, weil einmal reicht ja. Bislang ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass in diesem Lied geradezu dutzendfach irische Namen auftauchen, wie zum Beispiel Glenmalure, das Sie unten auf dem Bild sehen, und rechts ist Glenimal, wo diese Schwerter herkommen, die anfangs der Strophe erwähnt werden. Und das mit den irischen Namen, das wird in der dritten Strophe auch noch sehr viel schlimmer, was natürlich das Nachdichten etwas kompliziert macht. Aber schauen wir uns die dritte Strophe mal an. Ja, hier in der dritten Strophe gehen die Iren also frisch ans Werk. From Taxagart to Clanmore, there flows a stream of Saxon gore. How great is Rory Ogamore at sending loons to Hades. White is sick, grey is fled,
now for Blackfoot William's head, we'll send it over dripping red to Queen Liza and her ladies. Ja, die Iren unter Fiach Mac Hugh schlachten also wie tüchtige Keltenkinder das eben so tun, im gesamten Wicklow-Gebirge zwischen Tassagard und Clonmore alle Sachsen ab. Und insbesondere tut sich dabei ein gewisser Rory O'Gomore hervor. Der ist, wie es hier heißt, ganz großartig darin, Loons, Bekloppte, zum Hades zu senden. Ja, und dieser Rory O'Gomore, das war ein Verwandter von Fiach Mac Hugh und wohl tatsächlich ein ganz gewaltiger Raufbold, der den ein oder anderen Sachsen zerlegt haben wird. Naja, und so ungefähr wie auf dieser alten Darstellung von Albrecht Dürer kann man sich die Herren vorstellen, die bei Glenmalure gesiegt haben. Ja, das sind also Leute, die aus einer materiell armen und im Vergleich zu Resteuropa vollkommen rückständigen Kultur stammen. Die können sich nicht mal vernünftige Schuhe leisten, aber es sind harte und gewaltgewohnte Männer, die gelernt haben, Strapazen zu ertragen. Und auf dem militärischen Arbeitsmarkt der frühen Neuzeit, der damals schon international war, galten die Iren offenbar als äußerst zäh und anspruchslos. Bei den damaligen soldatischen Arbeitsbedingungen war das natürlich eine Schlüsselqualifikation für den Kriegerberuf. Nicht umsonst ist es ja so, dass die besten Soldaten oder die beliebtesten Soldaten meist aus armen, abgelegenen Regionen stammen, in denen es keine ausgeprägte Staatlichkeit gibt. Also zum Beispiel aus der Schweiz, aus der Gascogne, aus Schottland, aus irgendwelchen deutschen Kleinfürstentümern oder eben aus Irland. Ja, und insbesondere kämpfen ja die Iren auf heimischem Terrain. Ja, dieser O'Byrne-Clan, der lebt in den Wicklow-Bergen um Glenmalure und die kennen da jeden Grashalm und jeden Farn. Und ihre militärischen Fähigkeiten, die dürften die bei den zahllosen Überfällen und bewaffneten Viehdiebstählen erworben haben, die unter irischen und schottischen Hochland-Clans eben zum gut nachbarschaftlichen Umgang gehörten. Ja, die Iren sind quasi Spezialisten für den Kleinkrieg. Die Engländer dagegen sind militärisch eher kontinentaleuropäisch ausgerichtet. Das heißt also, ja, die können in der flachen Ebene große Formationen hin und her lenken und offene Feldschlachten schlagen. Auf Kleinkrieg im Gebirge dagegen sind die eher nicht spezialisiert. Ja, und es ist offenbar so, dass dem englischen Feldherrn von erfahrenen Leuten auch dringend davon abgeraten wurde, einfach in diese Wicklow-Berge hineinzumarschieren. Ja, aber der hört nicht auf die. Und im Ergebnis werden dann die Engländer von geschickt getarnten Iren mürbe gemacht, geschlagen und dann auf der Flucht massenhaft getötet, wie das ja hier auch mit diesem Fluss aus Sachsenblut sehr deutlich gemacht wird. Ja, und natürlich finde ich jetzt diesen Fiach Mac Hugh O'Byrne ganz toll und so weiter, aber man muss das auch nicht idealisieren. Also so könnte der ungefähr ausgesehen haben. Und man darf ruhig annehmen, dass dieser Fiach ein Mann war, der eher weniger Skrupel hatte als zu viele, der mit der Gewalt und von der Gewalt gelebt hat und der bei allem Freiheitskampf auch den eigenen Vorteil nicht vergessen hat. Ja, und auf viele seiner Männer dürfte das ebenso zutreffen. Und also für die englischen Grafen gilt das natürlich dann in ähnlicher Weise. Ja, aber man sollte sich eben dafür hüten, diesen irischen Freiheitskampf zu idealisieren. Viele irische Widerstandskämpfer haben selbstlos ihr Leben oder ihre Freiheit für ihr Land geopfert. Und viele irische Widerstandskämpfer waren brutale Arschlöcher, die wehrlose Menschen in die Luft gesprengt oder von hinten erschossen haben und die beste Verbindungen zur organisierten Kriminalität hatten. Ja, Rory O'Gomores hervorstechende Qualität bestand laut diesem Lied darin, Leute vom Leben zum Tod zu befördern. Würden Sie den als Nachbar haben wollen? Ja, ich jedenfalls nicht unbedingt. Aber wie Sie sehen können, taucht dieser Rory O'Gomore in der deutschen Nachdichtung überhaupt nicht auf. Denn das hier ist die Strophe, bei der ich endgültig entnervt aufgegeben habe. Zum einen ist es einfach schwer, für lauter irische Namen deutsche Endreime zu finden. Und zum anderen ist da ja die Silbenzahl. Ja, in einem vierhebigen Trochäus haben Sie 8 Silben Platz, um alles Nötige unterzubringen. Wenn Sie dann Namen wie Rory O'Gomore da reinpressen und noch einen Endreim finden müssen, und wenn Sie im Deutschen noch Artikel- und Flexionsendungen haben, die Sie im Englischen nicht brauchen, dann wird es einfach eng im Vers. Deshalb habe ich das hier, sagen wir mal, umgestaltet und deshalb ist auch hier nicht von einem Fluss von Sachsenblut die Rede. Das heißt garantiert nicht, dass man das nicht irgendwie originalgetreu wiedergeben könnte, aber ich habe es halt nicht hinbekommen und so leid es mir tut, der gute Rory O'Gomore, der musste leider draußen bleiben. Tut mir leid, Rory, sei nicht böse. Ja, aber wie Sie in dem zweiten Teil dieser Strophe sehen, sind es auch noch zwei weitere Vertreter des Bösen ausgefallen,
nämlich der lokale Militärgouverneur White und dieser Lane. Das ist so wohl sowas wie ein englischer Generalquartiermeister, der irgendwie für die Ausrüstung des Militärs zuständig ist. Und die sind jetzt beide weg vom Fenster. Der eine ist krank, der andere irgendwie geflohen. Jetzt endlich können sich die Iren also den schwarzen Fitzwilliam vorknöpfen und seinen Kopf zur Königin Elisabeth schicken. Das zumindest ist der Plan. Es hat in der Realität dann nicht geklappt, aber gute Vorsätze sind ja schon mal ein Anfang. Ja, also dies war Follow Me Up to Carlo und ich hoffe, das Lied hat Ihnen gefallen, soweit das in meinem Video erkennbar ist als Lied. Und ich denke, wir können die Iren um ihre Musik wirklich beneiden. Ja, ähnlich wie bei den Russen gilt, ein Volk, das solche Lieder singt, das kann man nicht besiegen. Aber natürlich hat die irische Volksmusik nicht nur patriotische Sauf- und Rauflieder zu bieten und alkoholisierte Sänger mit unorthodoxer Mundhygiene, sondern zum Beispiel auch zarte Balladen von erhabener Schönheit oder unfassbar düstere, zutiefst bewegende Klagelieder. Und dafür habe ich zwei Beispiele unten in der Beschreibung verlinkt. Und das unendliche Glück, das ich empfinde, wenn ich diesen Musikern bei ihrer Erwerbstätigkeit zuhören kann, das wünsche ich, dass sie das auch fühlen können, ja? Was wäre unser irdisches Dasein ohne Musik und ohne Alkohol? Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen Freude gemacht und Ihr Interesse an der irischen Volksmusik geweckt hat oder überhaupt an traditioneller europäischer Volksmusik. Klicken Sie mal unten auf den Link mit dem Video von den Kilkennys und setzen Sie die Kopfhörer auf. Drehen Sie die Lautstärke auf Maximum, besaufen Sie sich und stellen Sie sich vor, Sie wären in einem vollbesetzten irischen Pub. Und dieses Lied würde gespielt, ja? Wenn Sie dann später halb im Delirium in den Rinnstein kotzen, dann wissen Sie, es ist großartig, am Leben zu sein.